Hallo und herzlich willkommen zum Track Guide für unser erstes Testrennen. Und das erste Testrennen findet in Italien statt. Ich bin jetzt ein bisschen gefahren und das war die schnellste Runde. Ich möchte dir zeigen, dass man sehen kann, wo man bremsen muss. Hier Parabolika anbremsen. Da ich spule nochmal zurück. Es war 50 Meter Board. Sieht man hier. Anbremsen, runterschalten. Vollgas so viel Geschwindigkeit rausnehmen. Kommen wir auf die Gerade. Das war jetzt bei weitem nicht mehr. Beste Runde, die möglich ist, auch noch hier drin. 6 Meter, 10 Meter, wenn wir mal weg. Also, anbremsen, erste Kurve. Beim 100 Meter Schild ziemlich genau. Leichter Lockup hier innen, nicht auf die Curbs ein, können runterschalten. Short Shift vom zweiten, dritten am Exit. Raus, mal gleich nochmal langsamer. Also, wir bremsen an, am 100 Meter Schild. Dann einlenken. Sind noch im zweiten Gang, nicht den Körper. Hier schalten wir in der Zwischen, in der Mitte auf den ersten Gang runter. Schon gehen dann, bevor wir aus Gas gehen, in den zweiten. Haben wir leicht einen Crash hier, das ist egal. Erster. Schon schon vom zweiten zum dritten. Schon aus. Ohne den Crash, der werden wir jetzt schneller. Ist also. So, jetzt Handbremsen in die Kurve. Wieder beim 100 Meter Schild einlenken. Viel Körper nehmen. Hier nicht so viel. Außen beim Körper mit aufpassen. Sehr eng, hier richtig zu treffen. Man kann im dritten oder vierten Gang gehen. Dann hier nach dem 50 Meter Schild anbremsen. Nicht zu weit raustreiben lassen. Im fünften Gang bleiben. Hier wieder 50 Meter Schild anbremsen. Innen möchte man nicht über den Curve. Hier haben wir den Crash, der am Außen, aber dadurch, dass wir vorne keine auf dem Gas bleiben, verlieren wir kaum Zeit. Jetzt anbremsen auf die Astral. Sehr schwer, richtig anzubremsen. Kurz bevor der Curve anfängt, möchte man anbremsen. Und dann hier in vier Körben nehmen wir uns mal gerade noch einmal in die geht. Wenn man hier dann rechts zu viel Körben nimmt, wird man sich drehen. Da war ich sehr nah dran, ich habe dann geliftet. Genauso wie wenn man zu viel Körben hinten mitnimmt, wird man sich drehen. Da habe ich dann auch geliftet. Da geht also noch was in der Anfrage. Und jetzt kommen wir dann wieder rausbeschalten, wieder auf die letzte Kurve. Der Anbremse mit dem Meterschild einlenken. Und kurz in den vierten geschaltet, den nochmal. Und dann ausbeschleunigen. Das war eine Runde in Italien. Hier könnt ihr meine Sektorzeiten sehen. Meine persönliche beste Möglichkeit wäre eine 18.5. Der erste Sektor, wie gesagt, war jetzt nicht ideal. Der Mittelsektor hatte auch noch einen leichten Quersteher, aber dafür habe ich mal die Ascari halbwegs vernünftig getroffen. Ich habe auch ein Setup genutzt. Ach komm, das zeige ich auch. Oh, jetzt habe ich nicht gemistet. Egal. Das Setup zeige ich auch noch. Ne, das Setup zeige ich nicht. Ich zeige jetzt nur, wie viel ich bin. Kein Setup. Kein Setup. View Leaderboard. Bin, das sind wir 37. Ja, ist alles möglich. Mit der 18.5 werden wir dann in den Top 30. Hier ist Karl Erovinio da oben. Wie gesagt, die Leute da oben fahren 18.1. So schnell bin ich noch nicht, aber ich denke, dass ich hier in die Nähe kommen kann davon. Und bis dahin, macht's gut, haut rein, ciao, ciao.